Heute geht's nach Zürich und ich sehe endlich den Arthur wieder und bestimmt auch viele von euch. Ich freue mich auf einen bierreichen Abend, aber jetzt muss ich mich erstmal erden. Habe ich sowieso noch nie verstanden, immer diese Leute mit ihren Selbstfindungsphasen. So, ich weiß auch nie, Alter, entweder man säuft oder man säuft nie. Ich bin jetzt hier angekommen und diese jungen Männer hier, die mir wirklich schon Angst machen, sind zuerst begegnet und auch dieser wundervolle Herr. Was ist der erste Tagesordnungspunkt? Kannst du ruhig unser hässliches Gesicht filmen? Das ist wirklich, ne? Du bist kein hässlicher Mann, du bist wunderschön. Dankeschön. Du bist mein Jesus. Ich glaube, der Ofen ist fertig. Jetzt gibt es erstmal Frühstück. Ich meine, das Ding. Das. Ich will auch was. Die Bierpreise im Züricher Aldi sind auch wirklich legitim. Also 49 Cent schon. Hier kann man leben. Jetzt wurde sich eingedeckt. Frühstück ist am Start. Mit Drachenfrucht. Steht denn zur Ernährung? Ausgewogen. Was gibt's hier Feines? Zaranov? Das ist der Zaranov, ein sehr edler Wodka für 10 Euro. Ja, wir sind Sportler. Nee, mit den Büros, mit den richtigen Büros, Siegtüren. Deshalb hat er sich seinen Vater von Blau geholt, damit das dann so einem Wal ähnelt. Fort Ranger. Ich liebe dich. Der Herr hat auch eine wunderschöne Nase. Er hat beide sehr schöne Nasen, muss ich sagen. Also wenn man ein Foto von einem Porsche macht im Zürich, dann war es natürlich noch nie hier. Leck mich am Zückerli! Oh nee! Wie ist? Er kann auch weiter durch. Normalerweise hätte ich jetzt versucht, das in den Fluss zu machen, aber die Kamera ist ja an. Also, Prost Mahlzeit, könnt ihr euch daran erinnern, wo ich mal so jemanden gefilmt habe? Pflanzerode mit diesem Superbock Tanktop. Das war ein geiler, alter, rothäutiger, faltiger Stricher und auch Stecher. Und da wusste ich noch gar nicht, was das ist. Und ich dachte einfach, der trägt das, weil der so ein super geiler Bock ist. Und jetzt trinke ich das wirklich gerne, weil das ein sehr köstliches Bier ist. Was steht denn heute auf dem Plan, Bruder? So, die beiden jungen Männer, die schreiben jetzt irgendwie ihre Mathe-Abschlussarbeit. Wir gehen die nachher stürmen im Klassenzimmer. Junge. Und wir genießen jetzt hier die Aussicht. Ah, das ist schön. So, mir wurde jetzt noch das hier empfohlen, und zwar das sogenannte ZFC, also vom KFC sozusagen. Naja, dieses Huhn sieht sehr glücklich aus und... Und ist halal. Das ist nicht zu verachten, bra. Was haben wir hier Schönes? Also ich werde mir jetzt hier ein bisschen von diesem Huhn, was ja, sehr günstig ist, holen. Und ich bin gespannt, ob es dann so genau rankommt. Der Burger ist aber groß. Ja, ja. Also für nur 11,50? Das ging auch schnell. Die haben eine gute Mikrowelle. Und das sind die Wings. Frisch frittiert. Von glücklichen Hühnern. Oh, Junge. Naja. Ohne, ah doch, mit Tomat. Egal. Der Käse ist schön roh. Das gefällt mir.
Also diese Mahlzeit war wirklich schwierig. Ich quäl mir das jetzt noch rein, weil es so teuer war. Das Statement zum Burger. Ich werde das nachher rauskotzen. Das schmeckt nicht nach einem Burger. Es ist ein spezieller Geschmack. Ich sage nicht schlecht, es ist speziell. Wir sind hier gerade zufällig auf ein paar wundervolle Einwohner gestoßen. Bitte füllen Sie mir etwas in den Hals, Bra. Ich trinke keinen Alkohol. Später vielleicht. Ausnahmsweise. Nieren knacken, Kock in den Nacken. Dies. Geil. Vielen Mastdarm an dieser Stelle dafür. Junge, geil. Kannst du mir das bitte öffnen? Und der Mann wurde jetzt bekehrt. Ey, Junge, der schmelzt. Nach einem halben Jahr trinke ich wieder Alkohol. Und das liegt aber nie an mir. Doch. Du bist schuld. Zum Wohl, zum Wohl. Vielen After. Gut, das schmeckt gut. In diesem Getränk wurde ich damals in Bangkok zu 60 Euro Geldstrafe verdonnert, weil ich das im Taxi getrunken habe. Da lachen die mich aus. Ja. Egal wo man ist, alles erinnert mich an diesen Mann. Der Dragon Express Luan Long. Das ist geil. Ich möchte diesen Mann übrigens von innen begutachten. Was soll ich darauf schreiben? Nur zu. Vielen Mastarm. Nee, das kann ich jetzt nicht während des Videos machen. Aber du kriegst dann noch was extra. Alter, ich weiß es einfach nicht. Das echte Birra Moretti. Das wird sich jetzt massiv gegönnt. Oh ja. Yeah. So, wie man sieht, wurde der gute Mann jetzt auch doch noch zum Alkoholismus bekehrt. Und du warst jetzt wirklich ein halbes Jahr clean. Ja, also clean vom Alkohol halt. Und von, also grün war die Ausnahme. Na gut, also nur die grünen Teile. Genau. Was hat dich jetzt dazu bewegt, wieder mal was zu kosten vom Alk? Du hast mich gezwungen. Ich? Ja. Darauf bin ich sehr stolz. Dieses Getränk bereitet mir irgendwie Angst. Einfach ein Affenkopf mit einem zugenähten Maul, Junge. Dark Chocolate. Hallo? Ist das eine echte Trompete? Ja! Also das nenne ich mal Kultur. Ja, los! Das ist so ziemlich das... Ach, jetzt rinnt das Ding! Du musst mehr kippen, einfach mehr kippen, sonst kommt es nicht. Ja, los! Ey, das ist geil! Der nächste gute Mann ist eingetroffen, hat dieses wunderbare Getränk mitgebracht. Können Sie darüber was erzählen? Das beste Bier aus Winterthur. Ja, richtig. Ist ein Statement zu Anonymous? Anonymous? Feinster Merch. Kennst du dies? Kennst du es? Ich werde das gleich kennenlernen, und zwar im Team. Willkommen zurück im guten Leben. Ja, danke, dass du mich geholt hast. Nach Schübli wurde geholt. Ja, das. Ja. Bre. Immer beim Duschen auch unter die Vorhaut schauen. Vielen Dank, Herr Saad, für das Kleingeld an dieser Stelle. Ja. Ich nehme das jetzt einfach mal an. Bra, wo wird der Abend heute noch hingehen? Wahrscheinlich in einen Saunaclub. Das gefällt mir. Bettflasche! Was ist das beste Bier, das ich trinke? Das wurde mir gerade von diesen beiden Herren geschenkt. Aus dem Aldi, wurde mir gesagt, in der PET-Flasche.
Viel Zürcher wird es nicht. Nicht mal ein Tornado. Henry. Der ist teuer, teuer. Den? Das schmeckt nach vergammelten Nüssen. Ganz. Das schmeckt gut. Rein in die hohle Birne. Das ist echt interessant. Wir gehen jetzt zum sogenannten Storch. Oder wie die Leute hier sagen, zum Storch. Das ist unsere Truppe hier. Mal gucken, wo hinter Abend halt noch führt. So eine wunderschöne Stadt. Danke für alles. Also wirklich, ich muss echt mal sagen, ich habe viel über die Schweiz gehört, dass die Leute unfreundlich oder verschlossen sind, wie auch immer. Jeden Einzelnen, den ich hier kennengelernt habe, ob es Leute sind, die direkt mich gesucht haben oder ob es Leute sind, die ich einfach nur angequatscht habe im Stream oder so, die waren alle unfassbar freundlich und wirklich danke für diesen herzlichen Empfang. Die Eier in Basel, die waren auch lustig. Ist so, also echt danke. Das ist eine verdammt geile Zeit. Prost, Melkfett, ihr Fotzen. Also ich habe zwar überhaupt keine Ahnung, was das hier ist. Das ist Hustensirup, das enthält Dextromethorphan. Der steht auf jeden Fall gratis, deswegen nehme ich eins mit. Das. Vielen Dank. Nimm den Rest mit. Warum nur eins? Yeah. Wir sind jetzt in einer wunderbaren Pizzeria gelandet. Gibt es hier feinste Speisen zu günstigen Preisen? Das weiß kann ich Ihnen. Also mir zeigen, das müssten Sie oben im Service fragen. Okay, danke. Oben also bei Service fragen. Vielen Dank, Bruder. Wir sind jetzt wirklich in ein Restaurant eingekehrt. Wir haben bestellt. Wir werden jetzt hier gleich feinst speisen. Was gönnst du dir, Bri? Nur ein Salat. Ich habe nicht so einen Hunger. Es kommt in diesem Restaurant zu enormen Ausschreitungen. Das macht mich unglaublich geil. Das ist ein Vlog, Bray. Oh, ich bin abgestürzt. Was ist denn hier los? CBD. Achso, okay. Ja, nur CBD. Den CBD-Konsum unter Jugendlichen kann das sehr wohl gut heißen. So. Oh, wow. Die Bestellung ist eingetroffen. Feinstes Bier für alle. Oh ja. Das schmeckt. Weißt du, was auch noch schmeckt? Ich liebe dich. Nicht ich auch. Lass es euch schmecken, jetzt haben wir Mindestpreis. Yeah. Nur 80 Euro pro Pizza, lass es euch munden. Ich habe meine Leber um mein Erstgeborenes vertraut. Was? Bist du ein genügsamer Mensch? Ein genügsamer? Ja? Was ist denn das? Mein Bauchschatz ist sehr klein. Ja, das ist jemand, der nichts isst und trinkt. Nee, ich bekomme mein Essen. Aber nur ein Salat. Ich bin Veganer. Mashallah, das ist nicht meine Mahlzeit. Video. Ja, oh ja, also. Boah. Ey, Bruder, das hat wirklich Stil. Dafür zahle ich gerne 150 Öcken. Oh ja, geil. Reib mir den Käse auf. Ja, danke, danke. Vielen Master. Diese wunderbaren jungen Männer hier haben mich sogar zum Essen eingeladen. Das ist echt der Wahnsinn. Das Essen und das Getränk ging auf den Nacken. Also die Schweiz ist wirklich der Wahnsinn. Bitte ein Statement zu diesen Handschuhen. Feinste Handschuhe. Statement? Damit kann man Transen-Omas fingern. Henry. Statement? Handschuhe. Geil. Kauf mir Handschuhe. Gummi. Er fragt, wo wir sind. Wir sind jetzt in der Langstraße. Nein! Mahlzeit! Halt's Maul! Mahlzeug! Mahlzeit! Yeah. Yeah. Das
gute Quellfrisch. Gute Schweizer Bier. Oh. Yeah. Ich habe seit einer halben Stunde die gleiche Flasche in der Hand. Ich muss dringend mehr genießen. Genau. Jetzt geht's zur Langstraße. Let's go. Covid verteilen. So, wir sind jetzt in der sogenannten Langstraße und hier ist. Hier ist das sogenannte Ghetto angeblich und hier soll auch einiges abgehen. Was geht denn hier? Ich wurde dreifach geboostert. Was geht denn hier ab? Statement? Das ist keine Aussage. Entschuldigung, wo findet man hier die leichten Mädchen? Ich glaube, ich bin hier falsch. Bruder, wo gibt's hier Baba Hase? Robert! Könnt ihr euch noch an dieses Getränk erinnern? Die Männer haben ihre Erfahrung. Die Männer haben ihre Arbeit geschrieben. Schickt mir Fleisch! Das war einfach nur wundervoll. Grauenhaft. Guten Abend. Moin. Ich bin ein Schweineficker. Französisch. Der feinste Wodka wurde restlos in dieser Fanta, die bereits getrunken wurde, und in dieser Cola aufgeteilt. Und das ist echt alles andere als gesund. Ja, das kann man dazu sagen. Statement. Mein Statement zu allem jetzt zu der Gesamtsituation. Es ist mies geil. Aber Max trinkt keine koffeinhaltige Getränke und deswegen soll er das ganz schnell leer machen als Strafe. Und ich werde dann hier jetzt. Wie viel soll ich davon trinken? Kannst du ich habe die halbe Flasche. So viel du kannst! Das okay. Muss ins Maul! Das muss in Narren. Arthur! Mal wieder ein Statement. Du wirst deinen Zug verpassen. Alles gut. Oh nee. Doch. Arthur! Das ist das. Arthur, rück das Gras raus, du Ficker! Ah. Danke für alles, ihr Schweine! Bitte etwas näher. Das war eigentlich ein Schraubverschluss. Bira de Ries wird diesen wundervollen Tag abschließen. Ich habe an dieser Stelle nichts mehr zu sagen, außer dass ich noch einen Schwenk auf diese Süßkartoffel erbitte. Bitte um einiges näher. Noch ein bisschen näher.